Ah, die Engel des Todes. Endlich meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Werden Sie Prophet? Tragen Sie seine Warte. Rüstung. Shut up, Hagen. Shut up. Ich habe hier Probleme. Für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Raus da, Alcatraz. Wait a second. Moment. Hey, YouTube, zurück bei Crysis 2. Ich habe fast die Begrüßung. Was für eine Gefahr. Sag bloß, dass hier irgendeine Gefahr ist. Ach Gott, Quatsch. Was für ein Anzug. 100 Jahre Technologie. Um mir zu sagen, dass in einem Raum voller Feuer und Aliens Gefahr droht. Okay, was ist das? Gib mir das. Ist das eine Waffe? Macht auf! Oh Mann. Ich brauche den Spider-Man-Anzug. Das sagt mir, dass Gefahr wenigstens vorher da ist. Was für ein deplatzierter, meine ich. Erholungsraum. Sitz. Hier spricht Jacob Hargreave, an alle Cell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Ich werde es auch bald sein. Und das Prism wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Subjekt Prophet ist jetzt ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während sie diese Insel evakuieren. Alle Prismeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Alright. Gefahr. Ja. Gefahr. Ja. Gefahr. Ja, ist gut. Reicht dann mit den Hinweisen, okay? Es kann ja nicht sein. Was liegt denn hier am Boden? Kabel. Ist wie bei meinem PC. Aha! Gib mir das! Oh yeah! Kontrollpunkt erreicht! I am the one and only. Ja, vier Schuss! Okay. Gut, reicht doch. Wozu? Okay, Terra, Darling. Was du nicht sagst. Alright. Vier Schuss. Oh yeah. Oh yeah. Wer ist hier der Boss? Warte, ich helf dir. Ach. Warte ich's. Wer schießt denn hier? Du bist tot, das ist gut. Das freut mich. Nein, schlecht für deine Hinterbliebenen. Au. Bekannten. Wo schießt du denn hin? Warte, ich helf dir. Okay, du. Was? Sag bloß, die Soldaten haben das ohne mich geschafft. Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Was? War hier nicht eine Meldung? Okay, vier Schuss. Ja, sollte ich vielleicht. Gib mir das. Hey, mein Freund. Auf was wartest du? Okay. Who is the man with the golden gun? Was machst du hier für Bewegungen? Gymnastics!
Hast du jetzt eine Granate nach mir geworfen, oder? Okay. Wäre ich jetzt etwas sauer gewesen. Wo zur Hölle? Okay. Ah, nachladen, Moment. Im Gebüsch verstecken. Ist genau das Richtige für tapfere Recken. Ja. Moment, wer macht hier so einen... Was soll denn deine Mutter von dir denken? Explosions, mein Freund. Könntest du bitte umfallen? Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich hier ewig Zeit. Wer schießt denn? Niemand. Okay. Irgendjemand belästigt mich hier noch. Munition wäre eine ganz saubere Sache. Aha. Lass uns mal kurz nachladen. Und lass uns nochmal nachladen. Au! Ah! What the? What the? Ah! Nochmal nachladen. Lachladen! Oh Gott! So, was haben wir denn noch? Good old Mike. Aha! Aha! Help, help, help. Au, ah, oh, der hat gesessen. Ja, komm her. Haha. Okay, oh, stopp. Komm, sei mein Freund, sei mein Freund. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Treffe ich überhaupt, oder? Habe ich hier Platzpatronen drin? Okay. Was denn? Ich muss nachladen. Warte, warte, warte. Oh, 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 oh. Maximale Panzerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, 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 warte, 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 warte. Ah. Ja, von hinten, genau, exakt. So mag ich's. Das mag ich. Meine Lieblingsposition. Ich meine. Du bist noch immer nicht tot. Ja, yeah, yeah, oh. Das gibt dir zu denken, oder? Okay. Gut gepackt. So, ich bin vollgetankt. Explosions. Warte, warte. Oh. Was erlaubst du dir? Du lebst doch noch nicht wirklich, oder? Was ist hier oben? Grillparty. Ach, diese Stille. Beruhigend. Au! Ah! Stopp! Ah! Warte, 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 warte. Was habe ich denn hier alles? Schönes? Munition. Ich bin voll mit Munition. Die Grendel, Hänsel und Grendel. Very good, very good. Haha, FV ist gleich God Mode. Cheat activated. Oh Gott. Lauter Leichen. Erschreckend. So, wo muss ich hin? Wo ist denn mein Blauer? Warum ist der die Richtung? Wie soll ich denn dorthin? Warum diese seltsame Musik? Ja, hier ist auch nicht der richtige Weg. Bin ich falsch? Hätte ich hier gar nicht drauf müssen. Verdammt. Oh, oh, oh.
Okay. Ich habe alles unter Kontrolle. Blau ist dort hinten. Ne, ich muss rauf. Okay. Hargreave. Ja, hinten ist noch ein Weg. Vielleicht nehmen wir den, hm? Wie wär's mit dieser grandiosen Idee? Hargreave hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Sie müssen da raus. Ey, ich bin unterwegs. Gut. Haha, es ist noch hier. Taktische Optionen. Ey, stopp, wo willst du hin? Musst du irgendwem Bescheid geben? Alle Prismeneinrichtungen werden in 5 Minuten durch Explosionen versiegt. Ihr Reichen als Angestellte sind aufgerufen. Ausgang über die Anzeichen. Du lebst noch immer. Explosions! Alcatraz! Wir sind unterwegs durch Explosions? Die Explosions! Schnell! Es tut mir leid, ich war gerade beschäftigt. Gut, was hast du? Jetzt lasst mich mal hier kurz überlegen, wo... Hör bloß auf mit deinen Granaten. Okay, runter. Ich bin doch hier. Alles wird gut, alles wird gut. Okay, ich bin hier und ihr stirbt. Nicht doch mit der Granate, mein Güte. Doch auf. Ich bin hier bei dir. Ich bin doch hier. Warum bist du jetzt verreckt, mein Freund? Ach so, ich habe God Mode. Alright. Was ist das? Noch irgendjemand? Noch ein Antragsteller? Gib mir da. Ah! Ehrlich jetzt. Haha. FV. Oh, hoppla. I am the one and only. Who's the man? Okay, lassen wir das mal kurz weg. Hier sind eh keine störenden Friede mehr, richtig? Okay, gebt mir eine geheime Waffe. Eine Superwaffe. The weapon of all weapons. The ultimate weapon. Ah. L-Tech? Maybe? Nee, okay. Da wollte ich jetzt ganz besonders schlau sein. Könntest du mir das mitnehmen, Alcatraz? Dankeschön. Kontrollpunkt erreicht. Ihr wisst, was das bedeutet. Taktische Optionen verfügbar. Genau, ich taktiere. Jetzt nicht, weil ich das schwere MG in der Hand habe, aber später. Taktiere ich the hell out of Christ. Okay, Granate, wir sind tot. Wir sind. Hey! Lass meine Kumpels in Ruhe. Okay, wohin geht der? Hat er getroffen? Monsters! Alien, Mann! Warte. Ich bin ja hier, Hey, ich will auch so eine Waffe. Okay, das. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay. Was geht denn hier ab? Okay, könntest du stehen bleiben und dich umdrehen vielleicht? War ich das oder? Okay. Egal, es war Teamwork. Was machst du? Wohin schießt du? Du weißt doch gar nicht, wohin du schießt, so. Du bist ein Idiot. Ich habe Kontakt. Da-dam-da-dam. Okay. Ich gehe dann mal weiter.
Komm schon. Und Sie der Bischof. Zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Ja, jetzt heul nicht rum. Gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Sieht man das nicht? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Komm her! Was? Zahl deine Steuern und verpiss dich. Gut, Ausweis dabei. Wer bist du? Warum rennst du von mir weg? Bleib doch hier, bleib hier. Ich, siehst du nicht, dass ich dich töten will? Alle Ziele habe ich neutralisiert. Sprich den Satz doch richtig zu Ende. Das kann... Okay. Endstation. Jungs? Jungs? Okay. Ich wusste ich. Hier. Who's the man? Ob es wohl ein Leben nach dem Tod gibt? Nee. Engelschöre? Oder eine Flammengrube? Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, ist davon nie ganz frei. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwinkelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf, ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, zu der man nicht länger gehört. Nein, wenn das ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. Okay, nach dieser kleinen philosophischen Gejammerstunde von Hargreave nach seiner Midlife-Crisis, sagen wir, verabschieden wir uns, das heißt ich und mein Gewehr, und wir sagen danke fürs Zusehen und tschüss und bis zum nächsten Part von Crisis 2.